In diesem Video geht es mal um Werkzeug. Und zwar, genauer gesagt, um den Bohrhammer. Da passiert jede Menge interessante Physik und das schauen wir uns mal genauer an. Diesmal ein Video von der Baustelle. Hier möchte ich diesmal diesen Kumpan hier ein bisschen näher betrachten. Und zwar ist das ein Bohrhammer. Das heißt, der kann bohren, der kann hämmern, wenn man möchte, auch beides gleichzeitig. Und laut Bedienungsanleitung kann der 3,1 Joule Schlagkraft aufbringen. Und ja, wie funktioniert das Ganze? Das will ich hier mal im Prinzip untersuchen. Und zwar ist hier vorne ein Meißel drin. Ich kann das mal so ein bisschen näher. Und der Meißel, der kann sich hier entsprechend rein und raus bewegen. Und der Motor sorgt halt entsprechend dafür, dass dieser Meißel immer dann in regelmäßigen Abständen hier Schläge absolviert. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Natürlich alles sehr wichtig mit Schutzkleidung. Und zwar ist das Ganze sehr laut, es entsteht Staub, also natürlich eine Maske. Dann, es kann etwas wegfliegen, damit das nicht ins Auge geht, eine Schutzbrille und last but not least die berühmte Mickey Mouse und natürlich die Handschuhe nicht vergessen. So, zack, zack und dann Attacke! Ich stelle mal den Kopf ein. Upsala, da geblieben. Und dann, ja. So. So, es ist vollbracht. Der Gips putzt es ab. Und jetzt schauen wir uns mal die Technik hinter dem Bohrhammer mal ein bisschen genauer an, beziehungsweise gucken wir uns an, was diese 3,1 Joule überhaupt bedeuten. Und ja, ab ins Büro! Wie immer ein ganz klein bisschen Geschichte. Und zwar 1914 wurde der erste Bohrmaschine mit elektropneumatischem Schlagwerk, hieß das noch, von der Firma Fein zum Patent angemeldet und auch gebaut. Aber wirklich in Serie wurde erst 1932 von Bosch, da hieß er dann Bosch Hammer, gebaut.
Wie wird jetzt diese Hin- und Herbewegung des Meißels erzeugt? Und dazu habe ich hier eine aufgeschnittene Maschine. Und da, wo der Pfeil ist, ist was Interessantes. Und zwar dreht sich das und das taumelt so. Und durch diese Taumelbewegung wird jetzt, wo der zweite Pfeil ist, dieser Stößel, der letztendlich den Meißel antreibt, hin und her bewegt. Wie das genau funktioniert, ich habe dieses Teil nochmal da, gucken wir uns gleich nochmal an. Egal, ob ich einen Schlagschrauber oder einen Bohrhammer habe, irgendwie muss aus einer Rotationsbewegung eine sogenannte Translationsbewegung werden. Also sprich, aus Drehung muss Hub werden. Und bei einem Schlagschrauber macht man das relativ einfach. Ich habe das hier mal, weil ich keinen zur Hand hatte, habe ich es einfach mal ausgedruckt. Und zwar sind das hier Zahnräder, bei denen allerdings die Zähne nicht hier außen, sondern hier sind. Und man kann sich denken, was passiert. Genau, also das heißt, wenn sich das dreht, dann fängt das hier an zu hämmern. Das Entscheidende ist, man hat relativ viele Schläge, also eine hohe Frequenz, allerdings einen geringen Hub. Das heißt, es wird sozusagen nur ein bisschen drauf geschlagen. Und jetzt schauen wir uns das Ganze für den Schlagschrauber, das war eben der Schlagschrauber, jetzt kommt der Bohrhammer. Und hier sieht man ein Teil, hier ist ein Kugellager. Und wenn man genau hinguckt, sieht man, das ist irgendwie hier schief drauf. Und ich habe hier mal einen Stab, der genau hier durchpasst. Und wenn ich jetzt hergehe und hier quasi drehe, dann sieht man, was passiert. Ja, jetzt klappt's. Und wieder zurück. Und wieder. Genau, so. Das heißt, dass während sich das dreht, taumelt das so hin und her. Und wenn ich die Spitze genau angucke, dann sieht man, dass die eigentlich einen relativ großen Weg zurücklegt im Vergleich zu dieser Variante hier. Das heißt, ich habe hier eine geringere Schlagzahl sozusagen, aber einen wesentlich größeren Hub. Das heißt, meistens ist es dann so, das schlägt dann nicht direkt auf den Meißel, sondern das wird meistens noch mit so einer Pneumatik gemacht. Das heißt, da ist hier ein Stößel dran, der dann Luft komprimiert und dadurch den Meißel dann sozusagen die Schläge verpasst. Und wie gesagt, geringere Schlagzahl, aber dafür mehr Hub und auch in der Regel mehr eine größere Schlagkraft, die dahinter steckt. Und das ist der Unterschied zwischen Schlagschrauber und Bohrhammer. Um mal so ein bisschen eine Vorstellung zu bekommen, was diese 3,1 Joule bedeuten, gucken wir uns die potenzielle Energie eines Fäustels an. Ein Fäustel ist ein etwa 1 Kilogramm schwerer Hammer, mit dem man im Prinzip auch auf ein Stemmeisen einhauen kann. So, potenzielle Energie, E pot gleich M mal G mal H. Und wenn man das Ganze nach H umstellt, das ist ja das, was wir jetzt mal untersuchen wollen, und dann hat man alles, was man einsetzen muss, 3,1 Newtonmeter, das sind im Prinzip Joule,
durch ein Kilogramm mal 10 Meter durch Sekunde Quadrat ist ungefähr 30 Zentimeter. Das heißt, ich muss mein Fäustel mit 1 Kilogramm Gewicht aus 30 Zentimetern Höhe fallen lassen, damit ich die gleiche Energie habe, die dieser Bohrhammer pro Schlag entwickelt. Wenn wir bei unserem Fäustel bleiben und wieder 1 Kilogramm schwer und diesmal die kinetische Energie betrachten, zur Erinnerung, 1/2 mv². Das Ganze wird nach V umgestellt und eingesetzt. Und dann muss ich mein 1 Kilogramm schweres Fäustel mit 2,5 Meter pro Sekunde, das sind ungefähr 9 Kilometer pro Stunde, bewegen, damit ich praktisch die gleiche Energie habe, die dieser Bohrhammer praktisch mit jedem Schlag entwickelt.